So, hallihallo, ich bin's wieder, euer David Ames, und heute spielen wir Koma. Das wird ein sogenanntes One-Shot. Also One-Shot ist so eine neue Kategorie von mir, sage ich mal, wegen ein Schuss. Yeah. Und ja, was ist ein One-Shot? Ein One-Shot ist ein kurzes Flash-Game, das sich nicht lohnt, in Parts zu splitten, das keine Serie ist. Und ja, ich glaube, das war's. Die kommen dann auf meinem Channel in eine Playlist, die dann wiederum One-Shots heißt. Und hinter jedem Video steht dann wie hier zum Beispiel Let's Play Koma, Eckklammer One-Shot, Eckklammer zu und so weiter. Und wir fangen einfach mal an. Play. Atmos Games. Okay. Koma, click to begin. Und da ist das Lord Lorth-Zeichen. Okay. So, dann fangen wir mal an. Diese kleine, süße, schwarze Kreatur, das sind wir. Und wir sind in einem sehr merkwürdigen Haus, wie es aussieht. Okay. Oh, da steht an der Wand Ring the Doorbell. Pete! Ich bin's, der Vogel, hier. Hey Vogel, was geht? Papa hat mich, was? Also, Papa hat mich in diesen doofen Käfig gesperrt. Was? Er sperrte deine Schwester in sein geheimes Kämmerlein. Er sagt, sie soll verhungern. Was? So, bliblablub und bla bla bla. Ja, ich soll den halt befreien und mein Papa nix sagen. Nicht, dass der mich auch noch einsperrt. Und ja, der Vogel ist jetzt mein treuer Begleiter. Und das ist mein Papa. Papa! Wo gehst du hin, Sohn? Nirgends. Ja. Dann mach dich mal nützlich und guck mal, was das Rohr hinterm Haus verstopft. Okay. Ja, bla bla, bliblablub. Dann gucken wir mal. Oh, das ist eigentlich mit der schwierigste Sprung in der ganzen Karte. Und Rewind Field. Oh, und der Soundtrack ist einfach unglaublich. Ich liebe dieses gesamte Spiel. Mein Name ist John, aber ich bin ein Mädchen. Hi, John. So, hör mal zu. Hast du jemals von den Chill Band gehört? Nö. Man sagt, da wäre links rechts und rechts links. Bestimmt zu gruselig für dich, oder? Cool. Ja, sehr merkwürdige Gesellen hier. So, und den Sprung hasse ich, aber ich hab's geschafft. Hey, hier oben, siehst du mich? Jo. Ja, guck weg, lass mich in Ruhe. Ich bin Gomboisa oder so ähnlich. Okay. Alles klar, kein Problem. So, und hier ist auch schon das Röhrchen. So, und da steckt ein dickes Dingen drin. Hilfe, Hilfe, ich stecke fest. Wie hast du das denn gemacht? Ist das wichtig? Jo. Ja, viele Worte, die ich nicht kenne. Warte, ich kann dir helfen. Hol mir ein scharfes Ding. Irgendwas. Okay. Gucken wir aber erstmal nach rechts. Und da geht's nicht weiter. Okay. So, okay. Dann suchen wir mal ein scharfes Ding. Zack, darüber. Ein Moment kurz. So, weiter geht's. So, hier sind auch so rote Früchtchen. Darauf kann man hüpfen. Sehr witzig. So. Und zu diesem komischen Ding kommen wir später. Ja. Ist ein bisschen traumatisch, aber wir kommen da später zu. So. Gucken wir mal. Ah, der Papa. So. Was verstopft denn das Rohr? Fetti Fatcakes. Pop Fetti Fat Pancakes. Was ist das hier? Fishing Hook. Okay. So, dann nehmen wir mal.
falls, wenn wir rankommen, der Vogel kann mir sicher helfen, jawohl, haben wir den Haken für die Fett-Pancakes. So, und dann geht's mal weiter, wieder Richtung Fetti-Fett. So, an John vorbei. Und zack. Und an Gomboisa, oder wie das Ding auch immer hieß, vorbei. Und zack. Ist das ein Haken, was ich da sehe? Jo. Gut, 3, 2, 1, los, los, los! Okay, und da wäre das Rohr wieder frei. Sehr schön. So, sind wir hier. Versuchen wir mal da dran zu springen. Nein. Ah, nicht ganz. Okay. So. Sieht sehr gruselig, wo wir hingefallen sind. Und da an der Wand steht Wake up, Pete. I wonder if you could grab the light. Yo, ich hab's schon. Danke. Ja. Oh, ich liebe den Soundtrack. So, dann gehen wir mal weiter. Weiter. Hier ist eine sehr schöne leuchtende Blume. Fabelhaft. Wow. Und ein großer Okay, gehen wir mal rein. Ring the doorbell. Ja. Okay, dann gehen wir mal hier vielleicht raus. Und ja. Fabelhaft. Sehr schön. So, nimm mal dieses Smiley-Dingens, was das auch immer ist. Ich hab's nie erkannt, aber irgend so ein gelbes Smiley-Dingens. Das nehmen wir mal mit. Tüpfen hier wieder über diese komischen Steinchen oder was das darstellen soll. Und sehen schon, diese Dinger hier gehen jetzt mit uns mit. Diese, was das auch immer darstellen soll, gehen mit, wenn man mit dem, was das auch immer darstellen soll, dagegen hält. Was das auch immer darstellen soll. So, Rewind Field. So, und jetzt kommen wir auch ohne Probleme da rüber. Und lassen unser Smiley-Ding entfallen. Ja, wir könnten, wir sollten umkehren. Wir könnten umkehren. Wenn man in so einen Wald tritt, sollte man umkehren. Egal, wir gehen weiter. Und hier ist jetzt schon, ja, hier sagt schon der Vogel, John hatte recht. Rechts ist links und links ist rechts. Ja. Oh, Throne. Oh, herrlich. Ja, wie gesagt, wenn ich jetzt rechts, rechts drück, läuft er nach links. Wenn ich links drück, läuft er nach rechts. Jo. Soweit, so gut. So, hüpfen wir mal über diese komischen Sektendinger. Ich sag nur Tiergarten. Pete, das Lied. Wir kennen das Lied. Kennen wir? Ja, deine Schwester spielte dieses Lied sehr oft. Okay. Okay, und das sollten wir uns merken. D-E-B-A-B. So ein bisschen an wie so eine Versicherungswerbung. So. D-E-B-A-B. Jedenfalls einen kann man hier vertrauen. Ja. Egal, weiter geht's. Hier ist ein sehr großes Trampolin und rechts geht's nicht weiter. Ich denke mal, der Wald ist zu dicht. Und ja, wir hüpfen. Und 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 wir hüpfen nach rechts. Links. So. Und da ist ein großes Dingens. Oh, yo, mein Name ist Pete. Pete, ich habe auf dich gewartet. Wirklich? Ja, ja.
Du siehst, deine Schwester wants me to tell you she's fine. Also, ja, sie soll mir von meiner Schwester ausrichten, dass es ihr gut geht. Was mit ihr geredet? Ja, ich sah sie spielen mit meinem Sohn, Komboisa, also dieses Ding, was da an diesen Dingern hängt, heute Morgen. Aber ich dachte, mein Papa hat sie in sein Kämmerlein gesperrt. No, dün, 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 dün. Ja, ja, sie spielt halt mit ihrem Sohn und bliblablub und ja, bevor ich wieder hier in meinem Englisch rumschweife. Nu. So. Leier. Ist das nicht Lügner? Also, Lügner? Ja. Gut, also, diese Frau ist eine Lügnerin, sagte der Vogel. Oh, ich mag die Melodie voll. Ach, oh, nochmal. Ah, jetzt. Bin ich nicht mehr da. Egal. Und wie ihr dann seht, sind die Rewind Fields, wenn man jetzt aus der Richtung kommt, wieder normal. Heißt, links ist links und rechts ist rechts. Ja, dann gehen wir mal wieder zurück zu Gomboisa und fragen mal, ob er was weiß. Wegen unserer Schwester. Und das müssen wir uns jetzt auch nochmal antun. Igitt, igitt. Lecker. So, der war ja rechts, stimmt. So. So gehen wir mal nach rechts. Ja, hey, hey, let's play, jawohl. Play. Gomboisa Ball? Of course. Aber du brauchst du musst das fressen, um mitspielen zu können. Ja, ja, erstmal das Spiel ist einfach. Spring einfach auf den roten Früchten und flieg. There are other fruits in Rewind Field. Ja, da sind auch andere Früchte in den Rewind Fields. Und in einer ist Papas Kämmerlein, wo meine Schwester gefangen ist. Na, dann gucken wir mal. Und wie wir sehen, können wir jetzt ganz hoch springen. Und wir gucken mal. Zack. Und noch auf den letzten. Okay, hier war nix. Dem da haben wir ja schon gerade kaputt gemacht. Aber wenn wir spielen, dann spielen wir richtig. Und zwar richtig hardcore auf die Früchte drauf. Yeah. So. Ich hüpfe, hüpfe, hüpfe vom Boden in die Höhe. So, hier war auch nichts, okay. Ja, und da sind wir schon an den Rewind Fields vorbei, also habe ich nichts gefunden. Okay, hüpfen wir mal zurück zu Papa und gehen mal zurück ins Haus. Ja, warum, weiß ich jetzt nicht, aber wir gehen. Und wir gehen. Und wir springen. Und wir gehen. Und da ist ja noch unser Piano. Und da ich das Lied so schön fand, spielen wir jetzt einfach mal das Lied meiner Schwester. Oh, und da tut sich was auf. Okay, gucken wir mal. Hallo? Oh mein Gott, ist das tief. Nein, ich will nicht nochmal spielen. Okay, wir haben sonst wohl keine andere Wahl. Die Neugier treibt uns. Pete? Ja? Ich hab dich angelogen. Okay. So. Hier scheinen wir nicht mehr rauszukommen. Nein. Aber hier gibt's so kleine Schalter. Die nehmen wir mal. Und da tut sich eine Kiste zur Seite. Okay.
Und da sind wir in so einem Gedärmzeug, irgendwas. Okay. Wir verfolgen mal einfach weiter den Schalter. Den Schaltern? 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 Ach, komisches Wort. Wir gehen auf jeden Fall erstmal Schalter suchen. So. Und da tut sich wieder was auf, was Gedärmmäßiges. Und wir fallen ins Licht. Pete, do you see it? The doorbell is up there. Go ring it. Ja. I'm excited to see you, Pete. Okay. So, und da oben, wo es blinkt. Und wir leuchten mal das Glöckchen. Und bam. Und jetzt kommt einer der schönsten Parts überhaupt, weil es generell eines der schönsten Flash-Games ist, die ich je spielte. Und wir fliegen hier noch so ein bisschen in den Stern rum. Pete, Pete, your eyes are opening. Okay, you see me soon. Jawohl, wir wachen auf aus unserem Koma. Und kein Koma kann schöner enden, als in den Sternen rumzufliegen. Ja, das ist schön. Da kribbelt's mir immer voll im Bauch. Und wir können hier noch so ein bisschen schön rumfliegen, während die Credits da sind. Und ich bin mal einfach ruhig und... Ah, wir sehen uns. Bis denn, David Ames.